Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Natürlich mit Dirk Hilger, dem Stereo Trader Entwickler und Händler. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich, dass Sie heute anwesend sind, denn wir haben ja noch schönes Wetter draußen. Nichtsdestotrotz haben Sie heute die Möglichkeit, natürlich auch live Ihre Fragen zu stellen, wahrscheinlich auch zu der neuen Version 2.0, was ja vor kurzem veröffentlicht wurde. Und bevor wir jetzt tatsächlich aber mit Dirk anfangen, muss an der Stelle der Risikohinweis sein: Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken. Obwohl nicht angedacht ist, dass wir handeln, trotzdem alles, was als Beispiel gezeigt wird, nicht als Handelsempfehlung verstehen. Und Ihre eigene Entscheidung treffen, bitte. So, dann nochmal offiziell schönen guten Abend, Dirk, und ich übertrage jetzt den Bildschirm. Ja, dann hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich übertrage jetzt hier den richtigen Bildschirm. Wir werden es gleich rausfinden. Ja, sieht gut aus. So, also ich bin physisch anwesend, habe ich ja gerade gesagt. Der eine oder andere hat es mitbekommen. Ich glaube, das liegt einfach an dem schläfrigen Wetter. Ich habe es tatsächlich geschafft, hier einzuschlafen vorhin und bin nur geweckt worden durch die Telekom, die hier mir irgendwas Neues verkaufen wollte. Und dabei habe ich durch Zufall gerade an der Tür erfahren, dass diese lustigen Internetprobleme, die wir hier manchmal haben, dass das an dem Anschluss hier liegt und dass da irgendwas defekt ist und hier jetzt irgendwas umgestellt wird auf Glasfaser. Also das ist die gute Nachricht für die Zukunft. Und ja, das erfährt man dann alles so nebenbei. Aber jeder, der heute gehandelt hat, ich glaube, der kann das auch bestätigen. Der Markt war heute eh nur zum Schlafen. Alles andere konnte man damit, glaube ich, wirklich nicht anfangen. Und die Tanja ist mir gerade schon sehr sympathisch. Die schreibt: Moin, moin, ich glaube, ich bin auch anwesend. Das ist sehr schön. So, wie der Nelson schon gesagt hat, hier geht es ja darum, dass man wirklich nicht nur die Möglichkeit hat, hier Fragen einzustreuen, sondern das ist der ganze Sinn und Zweck von diesem Helpdesk-Webinar. Das heißt, wenn keiner was fragt, dann sind wir hier in 5 Minuten fertig und setzen uns alle in die Sonne. Mal Nein, gucken, hast du irgendwas? so weit Bitte? kommt es nicht. Ich habe auch schon ein paar Fragen. Ach, verdammt. was Kunden jetzt im Vorfeld schon geschickt hatten. Und da kommen in der Zeit können Sie natürlich schon mal die Fragen auch in den Chat reinschreiben und dann machen wir dort weiter. Also die erste Frage war tatsächlich, wenn man ja die Uhrzeit anklickt, dann kriegt man ja diese Statistik. Und die Frage des Kunden war, ob dann nur die Trades entsprechend angezeigt werden, die mit dem Stereo Trader gemacht werden oder auch die ganz normal über den MetaTrader. Nein, das sind immer nur die. Hoppla, ja, das ist so meine Testabteilung hier. Das sieht natürlich ein bisschen schräg aus. Und das ist immer nur das, was halt zu der Strategie. Da schreibt jemand keinen Ton mehr. Nee, Habt ihr alles alle noch gut. Ton? Nee, alles gut. Okay. Ja, du hast. Vielleicht kann noch jemand bestätigen, dass der Ton da ist. Ja, also wenn ich Okay, dich höre, da. dann sollte Okay. das eigentlich auch für andere. Okay. Ja, super. Danke, danke. Reicht, reicht, reicht. Ja. Nein, ja, in Schottland sogar haben wir Ton. Guck mal, wunderbar, was für eine Reichweite wir hier haben. Das ist natürlich sehr, sehr schön, wirklich. Die Statistik, nein, also die ist immer, hat mit den anderen Trades, die aus dem MetaTrader zu tun, aus dem MetaTrader kommen, nichts zu tun. Betrifft immer nur, also sowieso den Account, auf dem das gehandelt ist, dann das Instrument. Also wie jetzt hier zum Beispiel bin ich jetzt im Dow Jones. Das heißt, wenn ich hier was aufmache, zum Beispiel hier Long, warum auch immer, und sobald ich dann, machen wir hier einfach mal in Echtzeit, und sobald ich halt hier ein Ergebnis habe, und dann kommt es halt hier hinzu. Und was aber eben auch noch wichtig ist, wenn ich zum Beispiel eine andere Strategie habe, selbst die würde nicht mal hier mit erscheinen, ja, also wenn ich einen anderen Strategienamen vergebe, kann ich ja mal kurz demonstrieren. Wo sind wir hier im US 30 Mini?
Einfach mal gleiches Instrument. Ja, Long ist irgendwie nie falsch und DAO aktuell, habe ich das Gefühl. So, ich vergebe hier mal einen anderen Strategienamen. Nehmen wir das Ding einfach mal ganz kreativ S2. So, und selbst wenn ich jetzt hier zum Beispiel, jetzt irgendwie noch einen Trade mache, auch nochmal Long. So, und dann wird man halt sehen. Ich mache jetzt den hier zum Beispiel mal zu. Oh, hier wird nichts. Ah doch, da ist die Kurve. So, mach den mal zu. Geh nochmal zurück in den anderen. Mach den zu. So, vielleicht noch irgendwie einen kurzen Short rein. Damit wir hier wenigstens ein bisschen schönere Bildgebung haben. So, mach den auch nochmal zu. Und dann sieht man, also das ist nur. Von dieser Strategie, die ja jetzt keinen Namen hat, sind nur die Trades drin und hier entsprechend auch nur von dieser Strategie. Obwohl beides US30 Mini ist, beides der gleiche Account, aber eben unterschiedliche Strategien. Und genauso ist es dann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt rein im MetaTrader einen Trade aufgebe, aber da muss man jetzt aufpassen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, mache ich einfach mal so, habe jetzt hier den SteroTrader mal rausgenommen. Ja, fünf, ein bisschen übertrieben hier. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach eine Order reingebe, die ja dann zum Beispiel in so einem Terminal erscheint, dann ist es normalerweise so, dass die nicht drin ist. Allerdings ist es hier jetzt so, dass die natürlich von dem SteroTrader hier auf der Seite, der keine Strategie oder keinen Strategienamen hat, dass der die natürlich einfängt, die Position, die ich jetzt hier aufgegeben habe, ja, außerhalb vom SteroTrader. Und die erscheint aber nur deswegen da drin, weil der Stereo-Trader läuft. Wenn ich aber ansonsten, ich mache das jetzt mal zu, habe jetzt hier drei Trades. Wenn ich das jetzt aber umgekehrt mache, nämlich hier zu, jetzt muss ich nur gucken, dass das hier sonst noch irgendwo auf ist. Nee, das ist der US30. Okay. So, wenn ich das jetzt aber wegmache, einfach mal beide. Gut, der war eh nicht mehr da. Und dann jetzt zum Beispiel hier nochmal US30 Mini. Ich gehe nochmal auf Short. So, nehme den jetzt gleich mal hier raus. Also die erscheint ja jetzt nirgends, beziehungsweise der Trade erscheint jetzt nirgends. So, 85 Cent. Und wenn ich das jetzt nochmal aufmache, und dann wird man sehen, dass das nicht dabei ist, ne? Das sind nur die drei Trades von vorhin und der jetzt aber außerhalb gemacht wurde, ist entsprechend nicht dabei. Ja, also ist also immer komplett getrennt. Ich halte es insofern halt für sinnvoll, dass man ja halt eben ja dann damit auch Strategien wesentlich besser beurteilen kann und nicht oder so ja halt auch die Instrumente voneinander getrennt hat. Und ansonsten im MetaTrader hier in der Account History, wenn ich das dann halt zum Beispiel machen will, und dort ist hier mal alles vermischt. Das hat ja eigentlich relativ wenig Aussagekraft, beziehungsweise hilft mir ja nicht weiter, wenn ich zum Beispiel halt beurteilen muss, so welche Strategie in welchem Handelsinstrument funktioniert und welche macht halt irgendwie keinen Sinn oder macht mir halt nur das Ergebnis kaputt. Eine ergänzende Frage dazu. Wenn man die Position mit dem SteroTrader startet und dann über den MetaTrader schließt, geht das mit in die Statistik rein oder auch nicht? Geht auch nicht. Also es sei denn, der Stereo-Trader ist in der Zeit noch offen, dann bekommt er auch die Schließung mit. Aha. Aber vom Prinzip her ist es so, dass immer nur das, was halt im Stereo-Trader geschlossen wird, wird dann auch in der Statistik gespeichert. Also ist auch von der Abfolge so, mittlerweile zumindest mal in dem Bild, ab dem Bild 2027, dass halt sobald ich einen Trade, also sobald ich flat bin, wird die Statistik halt nicht nur erfasst, sondern eben auch dauerhaft gespeichert. War vorher halt leider so, wenn man das halt irgendwie mal unwirsch beendet hat, dann hat da mal was gefehlt in der Statistik. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr der Fall sein. Also, was lernen wir daraus? Am besten sowieso nur mit dem Stereo-Trader handeln, dann funktioniert es auch. Sehr gut. Dann die nächste Frage betrifft Trade-Break-Even-Linie. Und zwar hatte der Kunde gemeldet, dass er die nur bekommt, wenn er tatsächlich über das Scalper-Terminal dann auf Flat klickt und nicht, wenn er Teilschließungen macht, ganz normal über Sell oder Buy. Also erstmal muss man die einschalten, hier über Setup, Terminal,
Trade-BE-Linie. So, dann erscheint die jetzt erstmal natürlich nicht, weil, also er braucht immer einen Punkt, ich glaube, mit einem Punkt ist es definiert, sobald ich einen Punkt Differenz habe, dann wird es ohnehin erst angezeigt. Jetzt mal gucken, ob wir hier ein bisschen Bewegung kriegen. 18:10 Uhr, ja, 15-Minuten-Kerze wird zumindest gleich fertig. Und dann wollen wir das mal überprüfen. So, ich nehme jetzt einfach mal, ja, das reicht noch nicht. Ich mache ein bisschen Abstand hier, dass es ein bisschen mehr als ein Punkt ist. Weil das Problem ist nämlich, wenn es auch zu eng ist, dann kriegen wir da Rundungsfehler und dann fängt die an, in der Gegend rumzuspringen. Ich weiß, das ist nicht so schön. Da muss auch nochmal angesetzt werden. Und der eine oder andere sagt, stört mich nicht, bin froh, dass das Ding überhaupt da ist. Aber das werden wir, den Effekt werden wir jetzt hier wahrscheinlich gleich haben. Kann ich mal versuchen. So, da kommen wir ein Stück runter. Komm, gib mir noch einen Piekser da. Das reicht halt so wahrscheinlich jetzt nicht. Deswegen muss ich da gerade einen Moment warten. Und gerade in dem Moment bleibt der Down natürlich stehen. Das ist ja normal. Das kennt man ja eigentlich gar nicht anders. Wenn man es nicht braucht, kommt es am häufigsten. Das ist irgendwie so ein Gesetz. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Ich nehme mal die Hälfte jetzt hier raus. So, und dann habe ich hier meine Trade-BE-Linie. Ja, also. Weiß nicht, ob die nicht eingeschaltet war oder welches Instrument ist das denn, was der Kunde da Hat er jetzt einsetzt? explizit nicht gesagt, ob das jetzt nur bei einem Symbol war, aber in den Einstellungen war es wohl aktiviert. Okay. Weil wie man sieht, also ne, ich habe ja jetzt hier einen Teilverkauf gemacht oder beziehungsweise einen Teilrückkauf jetzt hier an der Stelle und prompt ist die Linie dann auch da. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, die jetzt vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass es so eine Linie gibt. Weil ich hatte ja mit dem Heiko zusammen, haben wir ja halt eine kleine Vorstellung gemacht und dann solche Sachen angesprochen. Also die Trade-BE-Linie zeigt mir einfach an, bis wohin mit der restlichen Positionierung sich der Markt jetzt noch bewegen darf, bis ich Break-Even erreicht habe, beziehungsweise bis ich im Verlust bin. Das heißt, die Teilauflösung, die ich jetzt hier hatte, also die 0,5, die ich von dem einen Kontrakt jetzt rausgenommen habe, die ist hier halt mit eingerechnet. Und deswegen, das ist zwar mein Break-Even von dem, was noch im Pool ist. Ja, das ist nichts anderes als das hier oben auch, meine Pool-PL. Und das ist aber halt mit der Teilauflösung. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Stop-Loss zum Beispiel hier hinbewege, ja, über mein Entry. Und obwohl das dann ja halt hier der Verrest im Minus ausgestoppt würde, ist es aber so, dass der gesamte Trade immer noch ein Plus drin wäre. Und das ist halt, dafür ist halt diese BE-Linie, diese Trade-BE-Linie halt da. Also sehr hilfreich, wenn man skaliert arbeitet, was ja ohnehin halt recht sinnvoll ist. Ich meine, gerade das ist ja auch ein Vorteil von CFDs. Mit Futures kann ich das ja nicht machen, außer ich habe ein Konto von irgendwie siebenstelliger Höhe und dann kann ich das natürlich aufteilen, wie ich brauche. Aber dort kann ich halt nicht mit halben Kontrakten, Viertelkontrakten und so weiter arbeiten. Und das geht ja halt in CFD. Und deswegen kommt halt diese Linie da zustande. Aber wie man jetzt hier sieht, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn das sehr eng ist, ja, und dann wandert die auch schon mal ein bisschen. Das liegt einfach an den Rundungsfehlern, die man halt hat. Also hier, weil halt die Nachkommastellen einfach von der Währungsumrechnung, das wird alles nämlich nochmal zurückgerechnet. Und dann fehlt halt einfach im Kurs so ein bisschen was, ja. Das nur kurz zur Erklärung. Wie gesagt, da muss ich nochmal ran, um das halt mal irgendwie ein bisschen besser noch in den Griff zu kriegen. Aber generell, wenn das ein bisschen weiter auseinander liegt, passiert das eigentlich nicht. Dann liegt die eigentlich rocksteady im Chart. Ja, aber sieht man halt so, je näher der Kurs jetzt hier als zurück zum Anfang kommt, und umso hektischer wird die dann hier leider. Aber das eben nur zur Erklärung. So, wenn ich jetzt hier zumache, dann bin ich flat. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Nein, aber dann ist halt einfach nur das Gesamtergebnis dann halt hier inklusive dem Teilverkauf wird natürlich dann halt logischerweise dann halt dazu gerechnet. So, was meint der Jens? Im Sommer kann man den Dow eh nur nach der Nachkommastelle traden, ja. Das ist wohl irgendwie, ja, es geht eigentlich, ne? Also, ich meine, der DAX war da heute, obwohl die geben sich eigentlich beide nicht viele. Also, DAX hat er heute irgendwie auch immerhin fast 100 Punkte rauf und runter gemacht. Gab schon schlimmere Tage. Also, ich erinnere mich mal, Rekord war, glaube ich, mal bei 30 Tagen irgendwie, was ich mal gesehen habe. Und das war noch nicht mal Heiligabend, sondern echt ein anderer Tag.
Und das ist natürlich ein bisschen bitter, aber der DAO, der klebt halt einfach an der Decke, ja. Also macht halt eine Range und macht halt die Shorties verrückt, ne? Weil jeder glaubt, das muss jetzt mal unbedingt korrigieren, aber macht er halt nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt eine Range, mit der kann man ja auch was anfangen. So, ist ein. Gut, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn man jetzt Objekte einzeichnet, beziehungsweise jetzt einfach eine horizontale Linie, dann erscheint das dann bei dem Kunden auch über dem Panel. Auch wenn der Chart im Vordergrund ein- oder ausschaltet, ist das dann immer über dem Panel zu sehen. Ich konnte es selber nicht reproduzieren, aber. Nee, kann ich auch nicht, weiß ich jetzt schon. Also, ich meine, wenn man halt hier eine Linie einzeichnet, das ist ohnehin eigentlich automatisch, wird das in den Hintergrund geschickt, vom Stereo-Fader schon. So, selbst wenn er das nicht macht. So, und das ist dann wahrscheinlich der Effekt. Genau. Aber, nur mal zum Beispiel, der klemmt sich hier schon wieder davor, der Stereo-Trader. Und ansonsten ist es eigentlich ohnehin so, sobald ich halt, zumindest sollte es so sein, oder kann auch sein, dass es ausgestellt ist, aber sobald ich halt hier einmal Draw Object as Background, also nochmal, ich zeichne eine Linie und sage dann halt hier ab dem, in den Hintergrund damit. Und dann ist die nächste auch automatisch im Hintergrund. Und dann sollte das entsprechend auch so aussehen. Ja? Also hier sieht man, das ist eine, die ist halt jetzt im Vordergrund, wobei die auch nur teilweise es in den Vordergrund schafft. Ja, aber hängt zum Beispiel hier dann davor, aber vor dem Panel dann eigentlich schon nicht mehr. Und es sollte so nicht sein, sondern dann einmal hier als Hintergrund und dann ist die auch dahinter. Also warum die jetzt permanent davor sein sollte, da würde ich dann eher mal die Frage stellen, was ist denn sonst noch an Indikatoren oder irgendwelchen Add-ons da halt geladen? Weil vom Stereo-Trader kommt das sicherlich nicht und vom Metatrader, vom reinen Metatrader eigentlich auch nicht. Und da würde ich da halt an der Stelle mal ansetzen. Gut, dann eine letzte Frage von mir und dann können wir uns den Fragen in den Chat widmen. Strategiewechsel hattest du ja eben schon kurz gezeigt. Und zwar hat der Kunde alles eingestellt, verschiedene Strategien, auch verschiedene Stop-Losses und so weiter. Und wenn er dann die Strategie wechselt, dann ist das alles wieder in den Standardeinstellungen. Wenn die Strategie nochmal geladen wird, meint er dann, oder? Genau. Okay, kann ich ja mal versuchen. Ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass da halt sich ein kleiner Bug eingeschlichen hat. Aber kann man ja mal versuchen. Wenn ja, dann muss natürlich behoben werden. Ich gehe mal hier nochmal in die S2, die ich vorhin angelegt habe. Stelle hier mal ein paar Sachen ein. Machen wir irgendwie mal anderes Layout. Und was hat er gemeint hier? Stop-Loss, Take-Profit, Also die beiden Werte ein da. Teilnehmer im Chat bestätigt das wohl, dass das Okay. schreibt er. Na. Ja, dafür ist ja da hier, ne? Damit man Ja, genau klar. solche Sachen findet, die ansonsten immer schwer nachvollziehbar sind, wenn man das irgendwie in eine Mail packen muss. Und oft ist es dann so, dass man halt irgendwie auch noch irgendeinen speziellen Knopf irgendwie drücken muss, um das nachvollziehen zu können. Gucken. So, Reset 2040, Design ist umgestellt. Okay. So, dann gehe ich mal zurück auf die Standardstrategie. Da ist die 1020 und gehe nochmal zurück auf die S2. Ja, komm. Ja, sieht tatsächlich so aus, als würden die Einstellungen da irgendwie nicht geladen werden. Okay, gut, ist vermerkt und wird behoben. Okidoki. Ja, der Johann war das, ne? Genau, Johann und der Ralf. Okay. Gut, wie gesagt, ist vermerkt, muss dann halt behoben werden. Ist jetzt so, ist zwar ein bisschen doof, also ein bisschen ärgerlich natürlich, wenn man halt da irgendwie mal wechselt. Aber Gott sei Dank gibt es keinen Weltuntergang.
Aber nichtsdestotrotz muss es natürlich auch anders funktionieren. Ganz klar. Alright, was haben wir denn noch? Da sind ein paar Fragen reingekommen. Ganz oben würden wir mit Thomas anfangen. Soll ich das vorlesen oder liest du selber oder wie möchtest du das? Ja, mach du ruhig, klar. Ich gucke selber auch parallel drüber und falls ich irgendwas finde, was da halt irgendwie mit reinpasst, würde ich das mit aufgreifen, ja. Gut, dann lese ich mal auch für die anderen Teilnehmer vor. Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der neuen SteloTrader-Version. Gibt es eine Möglichkeit, das Calc-Terminal schnell ein- und auszublenden oder muss das immer über das Einstellungsmenü geschehen? Also das Skype-Terminal, wenn das eingeschaltet ist, also hier, ja, im Setup bei Terminal. Ich jetzt hier noch eine S2 und ich gehe mal vorsichtshalber zurück in die andere. Und das blendet sich ja eigentlich automatisch aus. Ja? Das heißt also, sobald ich das Hauptpanel zumache, ist das Skype-Terminal da. Und das separat ausblenden kann man halt in der Tat nicht. Also, weil umgekehrt sieht es ja so aus, wenn ich das Terminal ja zum Beispiel nicht anzeige, also hier auf Off gehe. Und dann habe ich ja halt hier die verbleibenden Balken von dem normalen Terminal, ja. Hoppla. Das war jetzt aber auch ein lustiger Vorführeffekt hier. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Das ist natürlich auch lustig. Jetzt habe ich gar kein Terminal mehr. Du Moment hast mal. so viele Funktionen eingebaut, die kennst du wahrscheinlich alle nicht mehr. Ja. Nein, das Ding ist hier immer nur, was habe ich denn hier für eine Version überhaupt? 2027. Ich bin halt eigentlich schon bei der 2030. Da schleichen sich auch immer mal ein paar andere Sachen mit ein, die noch keiner kennt. Und dann vor allem auch solche Features in Anführungszeichen, die noch keiner hat. Und ja, ne, sowas dann zum Beispiel auch mal. Wo hier die Farben mal kurz, ich bin jetzt im DAX, die Farben mal kurz verstellt sind. So, nichtsdestotrotz, also so sieht es ja aus, wenn ich gar kein Skype-Terminal drin habe. Ja, das heißt, dann habe ich ja hier einfach die beiden, also irgendwas ist ja ohnehin immer eingeblendet. Und von daher, ja, macht es meines Erachtens jetzt auch irgendwie keinen Sinn, dass man das Skype-Terminal dann nochmal separat irgendwie ausblenden soll oder können soll. Ja, weil so ist es ja halt eh weg, beziehungsweise nur das, was überhaupt noch da ist. Man kann ja höchstens die Größe dann auch nochmal einstellen, dass die halt kleiner ist. Okay. Die Frage bezüglich der Datenhistorie hat ja jetzt weniger mit SteloTrader zu tun. Dann gerne nochmal beim Support melden. Dann können wir da auf jeden Fall gerne helfen. Ich würde erstmal die SteloTrader-Fragen jetzt erstmal vorziehen, wenn das okay ist. Dann, hallo Dirk, ich habe mal eine Frage. Die Anzeige Gewinn und Verlust beendeter Trades kann man im MetaTrader 4 anklicken und verschieben, aber im MetaTrader 5 geht es nicht. Muss ich da erst etwas einstellen? So, Moment mal. Der MetaTrader 5, da ist alles so ein bisschen anders, ja. Also, man muss da teilweise, Moment mal. Man kann sie verschieben, ja. Ich mache es nämlich gerade. Man muss sie nur irgendwie links unten anpacken. So, und hier aber ist es, glaube ich, so, dass man die links oben anpacken. Und hier haben wir jetzt halt keinen. Beziehungsweise ich muss jetzt gerade mal zurück oder ich gehe noch mal kurz auf den DAO, den wir vorhin gehabt haben. Da ist ja auf jeden Fall ein bisschen was drin. So, lasse ich hier mal die Trades mal anzeigen. Ach nee, die habe ich vorhin gelöscht. Das war natürlich auch clever. Dann machen wir schnell einen neuen. So, und hier kann ich nämlich klicken, wo ich will. Ja. Ich kann das Ding verschieben, wie ich will. Und hier passiert halt gar nichts, ja. Da muss ich genau auf dieses kleine Ding da zielen und dann kann ich es auch verschieben. Das sind so die mir unerklärlichen, in Anführungszeichen, Verbesserungen vom MetaTrader 5, die das Leben wirklich nicht leichter machen, aber ist so. Also geht auf jeden Fall, wie man sieht. Ja, einfach auch mit Doppelklick kann man zwar auswählen, egal wo man hinklickt. Das ist auch schön, aber sobald ich dann verschieben will, muss ich erstmal die Maus genau dahin zielen und dann kann ich es auch verschieben. Und an der Stelle noch ein kleiner Einwand. Ich weiß, dass das ist irgendwie keinem aufgefallen in der Beta-Testphase, warum auch immer, ein halbes Jahr getestet und keiner hat es bemängelt. Sobald ich nämlich hier eine Position in den Stop-Loss schicke,
Und egal jetzt, ob, nee, ich glaube, nur im Negativen ist es so, dass das überhaupt nicht in der Statistik erscheint. Und das ist aber schon behoben. Es ist nur noch nicht released. Ja, ist mir aber aufgefallen, weil ich die ganze Zeit selber im Testkonto hier auf MT5 unterwegs bin. Und da ist mir aufgefallen, dass das dann irgendwie gar nicht erfasst wird. Also hier in der Statistik, ja. Das heißt, was dann da steht, stimmt dann leider überhaupt nicht. Also hier würde es jetzt schon stimmen, weil das ist schon behoben. Das ist jetzt hier die Bildnummer. Ja, hier steht noch 2027. Aber das ist intern schon, schon eine andere Bildnummer. Also ich bin hier im MT5 und so wird das bei euch gar nicht sein, ja. Also wenn bei euch, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit dem Stop-Loss das rausnehme, ja, ich mache einfach mal direkt den TI-Trail rein, auch hier mal ganz bewusst gegen den Impuls. So, und dann habe ich hier tatsächlich ein Ergebnis und wenn ihr das macht, habt ihr keins. Und wie gesagt, also auch hier wird es erfasst. Ist irgendwie keinem aufgefallen. Weiß nicht wieso, aber wie gesagt, es wird behoben. Ich wollte es eigentlich heute schon online stellen. Aber mal gucken, dann wird es morgen wahrscheinlich, spätestens übermorgen, ein neues Update dann nochmal geben. Also es ist dann die Bild 2030 müsste das dann sein oder 2028. Ich muss bei mir mal in die interne Liste reingucken. Das nur als Einwand so nebenbei. So, aber ich denke mal, das ist ja beantwortet. Es geht grundsätzlich, ja. Nur eben halt, man muss mit der Maus genauer zielen. Gut, die nächste Frage solltest du vielleicht selber lesen bezüglich der Fehlermeldung. Genau, von der Tanja, ne? Okay, also sehr schönes Programm. Dankeschön. Leider noch keinen Trade absetzen können. Da die Fehlermeldung Trade Error Request Failed Invalid Filling Type. So, wo bist du denn hier? Du bist im DAX. Dann machen wir das dann einfach auch mal. Im MetaTrader 5. Darüber reden wir hier. Dann machen wir mal den DAX auf. Positionsgröße ist 0,1, 0,1. Ich tippe mal 0,1. Und da wäre jetzt halt die Frage, wie hast du denn die Order versucht aufzugeben? Also war das eine Limit-Order, Stop-Order, war das Market? Weil wenn ich jetzt hier Market, okay, das heißt, also wenn ich jetzt hier klicke, kaufen mit 0,1, dann ist die Position da drin. Ist also kein generelles Problem. Wo ich halt mal gucken würde, also Invalid Filling Type heißt, ich habe ja mehrere Möglichkeiten, dem Broker mitzuteilen. Das kommt ja aus dem Future-Handel, weil der MetaTrader 5 ja auch generell für diesen Handel auch ausgelegt ist. Gibt es auch hier zum Beispiel die Filling-Types. Das heißt, ich kann dem zum Beispiel, also mal angenommen, wir sind am echten Markt und ich will irgendwie, ich sage jetzt mal 1000 Kontrakte irgendwie halt kaufen, Market, ja. Und da kann ich ja halt sagen, so, ich will zwar 1000 kaufen, aber es kann ja sein, dass einfach gar keine 1000 da sind, die verkaufen. Und geht ja nicht. Und dann gibt es halt mehrere Filling-Methoden, wo ich zum Beispiel sagen kann, fill or kill. Das ist halt so die gängigste. Das heißt also, entweder ich kriege meine 1000 oder gar nichts. Oder dann gibt es halt entsprechend, die sind halt hier aufgeführt, immediate or cancel, also sofortige Ausführung und return. Das ist dann letzten Endes das, also wo ich dann halt letzten Endes mit dieser Option sage, ja gut, das, was da ist, hätte ich gerne und den Rest dann halt eben nicht, ja. Und das sollte auf Fill or Kill stehen. Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, weil wenn ich was anderes hier mache, ich kann es mal demonstrieren, wenn da zum Beispiel IOC steht, das kann nämlich sein, dass da halt die Settings von der alten Version drin sind und ich weiß, dass bei FX Flat war das am Anfang mal so, dass wir IOC hatten und das ist nachher umgestellt worden auf Fill or Kill. Weil wenn ich das nämlich versuche, dann kriege ich genau diese Fehlermeldung, die du gerade beschrieben hast. Zeig es nochmal. Ja, Invalid Filling Type, weil IOC akzeptiert er an der Stelle nicht. Genauso wahrscheinlich auch die andere Variante. Hier über Return. Das wird wahrscheinlich genauso sein. Ah ne, das geht sogar. Okay. Okay, aber ah ne, stand gar nicht jetzt da. Hat es jetzt nicht angenommen. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass das da halt nur noch fälschlicherweise aufgeführt ist. Nee, das ist dann automatischer Fill or Kill. Also erscheint zwar hier in der Liste, nimmt aber erst gar nicht als Einstellung an. Also Fill or Kill sollte auf jeden Fall passen. Aber auch generell, also selbst
wenn man das in anderen Märkten handelt. Und ist fill or kill die gängigste Variante auch. Wie man gesehen hat, funktioniert ja. Okay, Tanja. Gut. Hat sich schon bedankt. Dann ist ja eine kurze Frage, hat er auch mit dem Sale Trade jetzt weniger zu tun, sondern zu den neuen Margin-Bestimmungen etc. Also natürlich wird es bei uns auch die Umsetzung geben. Ich habe jetzt einen Link in den Chat kopiert. Da ist eine kleine Tabelle drin, wie die Anforderungen sein werden, wie sie jetzt sind und nach der Umstellung. Und da kann man das Ganze auch vergleichen. Und bei Fragen gerne dann nochmal das Team benachrichtigen, kontaktieren. Es wird noch eine Meldung geben an alle Kunden. Dann sollten Sie gut informiert sein. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage in die hier in die Runde. Und zwar, ich bin halt momentan nur noch auf dem MetaTrader 5 unterwegs und habe das vorher eigentlich immer nur so nebenbei gemacht im Demo, bin da jetzt aber halt irgendwie auch mal live, um das unter Live-Bedingungen noch alles ja so ein bisschen weiter halt noch auszutesten. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass der MetaTrader 5 bzw. der SteoTrader im MetaTrader 5 irgendwann anfängt, in der Bildschirmdarstellung zu lahmen. Ja, also hat letztens zum Beispiel mal einer gemeint, ja, das dauert irgendwie lange, bis ein Trade aufgegeben ist oder es hat halt irgendwie eine Verzögerung. Ja, also gemeint ist damit, ich drücke auf den Knopf, so, und dann dauert es lange, bis es da ist. Also sieht man ja, ist nicht der Fall und ist eigentlich auch nie der Fall, ja. Was aber halt irgendwie passiert, kurioserweise, und dem bin ich gerade so ein bisschen auf der Spur, das ist, wenn dann halt irgendwie, wenn mehrere Instanzen auf sind, mehrere Charts oder hat der auch schon mal ein paar Tage durchläuft und dann drückt man hier drauf und dann passiert im Chart zuerst mal nichts, der Trade ist aber da und wird erst mit dem nächsten Tick, wird dann halt die entsprechende Linie angezeigt. Wenn man dann natürlich einen Markt hat, der sehr illiquide und nicht volatil ist, und dann kann das einfach schon mal ein paar Sekunden dauern. Das ist mir aufgefallen. Bin ich da der Einzige oder kann das noch jemand bestätigen, dass das halt irgendwie da zeitlich schon mal irgendwann ins Stocken kommt? Ja, hier schreibt der Reinhard, ist im MT4 auf dem VPS, der tagelang läuft auch. Ja, also ich habe es auch nur auf dem VPS bisher halt tatsächlich nachvollziehen können. Und jetzt aber noch nicht irgendwie in der lokalen Installation. Also ich kann es Nein. insofern bestätigen, dass einige Kunden das gemeldet haben. Ich selber habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht. Okay. Weil das ist also nur ein Darstellungsproblem, ne? Das ist also nicht jetzt irgendwie der Performance geschuldet oder sonst irgendwas. Das ist rein nur von der Darstellung, weil zweimal klicken, das sollte eigentlich nicht der Fall sein, ja? Also das schreibt hier der Johann, weil der Klick wird eigentlich schon beim ersten Mal sollte der schon akzeptiert sein. Und ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt, wo ich frage, nee, ist aber auch gut. Okay. VPS, VPS. Also das sind jetzt so die Feedbacks, die kommen. Ja. Aber ich kenne es halt jetzt nur aus dem MT5, aus dem MT4 nicht. Also da ist ein bisschen was angepasst worden. Nur um das mal kurz zu erklären. Also die Bildschirmdarstellung wird halt nicht mit jedem neuen Pixel, der da irgendwo entsteht, weil da entsteht ja dauernd irgendwas Neues, sei es eine neue Zahl, sei es hier im Profil irgendwas, sei es DPL, ganz egal. Also es ist ja wirklich teilweise im Nanosekundentakt, wo da halt irgendwelche neuen Pixel entstehen. Und würde man das halt mit jedem neuen Pixel den Bildschirm neu zeichnen, würde sich überhaupt nichts mehr bewegen, ja, weil es halt von der Leistung gar nicht zu machen ist, also vom Computer her. Und deswegen ist das halt, wird das sozusagen auf so einer Zeitschiene gesammelt und nur so schnell dargestellt, wie es das Auge auch erfassen kann. Und das war vorher halt ähnlich in der alten Version, aber der neuen ist das noch mal ein bisschen drastischer halt geworden. Und will jetzt da nicht ausschließen, dass es da halt irgendwo noch klemmt nach einer gewissen Zeit und habe es halt tatsächlich auch nur selber nachvollziehen können und kannte bisher nur eine einzige Meldung dazu.
Und also wie gesagt, sollte normalerweise nicht auftauchen. Lokal habe ich es wirklich noch gar nicht gesehen. Und vielleicht ist es beim VPS so, weil er doch im Hintergrund viel an Daten eben gespeichert wird, dass die da einfach irgendwann ins Stottern kommen. Da sollte man mal irgendwie auch, wenn das auftaucht, also wenn ihr die Probleme habt, schickt gerne mal eine Mail dazu mit der Angabe vom System. Also das heißt, ich müsste wissen, wie viele Instanzen sind auf MetaTrader 4 oder 5, ist klar, welcher VPS und welche Speichergröße, also RAM-Größe in dem VPS da drin ist. Weil was man nämlich ja überprüfen kann, das ist, wenn man einfach hier unten Rechtsklick macht, hat man ja den Task Manager und dort sehe ich ja dann halt zum Beispiel eben die Auslastung, ja. Also das hier, das ist so eine Geschichte, die wundert mich immer beim VPS, 88% Arbeitsspeicherauslastung. Das Ding hier hat 8 GB mit zwei Instanzen hier, das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen sage ich auch lokal, passiert das eigentlich nicht, aber da vermute ich das, weil hier, das ist die CPU-Auslastung, das ist so Normalwert, die liegt eigentlich immer so um die 30%, sollte die halt liegen. Und außer man bewegt hier mal irgendwas ganz schnell und dann geht die mal kurz hoch, aber die pendelt sich eigentlich immer hier ein, ja. Weil auch das ist so geregelt, dass der Chart, der nicht aktiv ist, der darf auch nicht viel CPU beanspruchen, nur der Arbeitsspeicher und daran wird es wahrscheinlich liegen. Der läuft irgendwann voll, lagert dann aus. Und es ist zwar alles ein bisschen sehr technisch, ja, aber nur um das trotzdem mal zu erklären, der kann sozusagen nicht alles im Kopf behalten, sondern muss das mal kurz ins Regal stellen. Und je mehr er ins Regal stellt, umso länger dauert es dann halt, bis er das wiederfindet. Und ich glaube, so kann man das beschreiben. Und ich vermute wirklich, dass das systemabhängig ist, hier je nach VPS, weil der Ralf schreibt zum Beispiel, ist bei ihm überhaupt nicht so. Und die Auslastung beim Speicher ist viel geringer. Ja. Ja, ich vermute hier eh den VPS. Das ist auch hier mein Stress-VPS, den ich hier habe bei Strato. Da habe ich ja letztens auch schon mal was dazu geschrieben, dass ich das nicht so prickelnd fand, dass die mal mitten am Tag System-Update gemacht haben. Das fand ich total klasse. Das war auch nicht billig. Und das darf natürlich nicht sein. Ja. Und auf dem anderen VPS, das war bei vps-server.com, dort war das eigentlich überhaupt nicht, den habe ich jetzt nur hier gerade nicht auf. Und dort sieht das alles ein bisschen anders aus. Obwohl ich dort wesentlich weniger RAM habe, läuft es trotzdem alles irgendwie flüssiger. Das ist schon ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Okay, gut, dann weiß ich das. Dann muss ich versuchen, dem mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Aber wie gesagt, da wäre halt echt super, wenn ihr da irgendwie mal eine E-Mail schicken könntet von den Spezifikationen VPS und auch sonst von der Umgebung, die ihr habt, damit man da mal irgendwie rausfinden kann. Nicht, dass da irgendwas inkompatibel ist oder sonst was. So, welche Leistung des VPS empfiehlt denn der Dirk für eine neue Instanz? RBO? Leistung VPS? Also generell reichen eigentlich, wenn man jetzt nicht irgendwie gerade etliche Instanzen auf hat und für eine RBO, also Range Breakout, brauche ich ja letzten Endes auch nur einen neuen Chart mit einem neuen Strategienamen, ja. Eigentlich reicht da 2 GB. 4 ist natürlich besser und 8 ist natürlich optimal. Aber das kann man, glaube ich, auch relativ einfach ausprobieren. Also, wenn er anfängt halt zu stottern oder irgendwas nicht mehr geht und dann halt, dann war es dann wohl zu wenig, ja. Aber generell würde ich sowieso jedem auch empfehlen, da bin ich auch nicht der Erste, der es empfiehlt, hier oben in der Market Watch alles rauswerfen, was da nicht reingehört. Weil letzten Endes wird hier überall gesammelt. Ja? Also das heißt, alles, was hier auf ist, und ich weiß, das ist im Standard, wenn man irgendwie ein neues Konto aufmacht, stehen hier irgendwie 40 Sachen drin. Das wird alles vollgeballert mit Tickdaten. Und das ist auch was, was zum Beispiel halt den Arbeitsspeicher extrem belastet, weil das halt alles gepuffert wird. Und also zwischengespeichert wird und da läuft halt alles voll. Und das wird natürlich dann auch ausgelagert und das kostet wirklich Performance. Gerade bei News, wenn man da irgendwie 30, 40 Sachen auf hat, da geht dann irgendwann wirklich nichts mehr. Sollte man wirklich alles ausmachen, was man nicht braucht. Weil dann wird es auch nicht großartig gepuffert. So, hier schreibt der Rainer, 8 MetaTrader 4 Instanzen, 4 GB RAM läuft tadellos. Ja. Das ist auch so meine Erfahrung, das deckt sich eigentlich.
So, die Strato ist eine Telekom-Tochter, echt? Wusste ich gar nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Es ist durchaus möglich, ja. Also die Erklärungen, die man da teilweise oder Begründungen im Support erhält, das ist schon, macht einen schon sprachlos. Bin da 20 Jahre Kunde und schüttel da teilweise wirklich nur den Kopf. Aber okay. Dann schreibt noch der Paul. Der StereoTrader zeigt mir im DAX nach 39 Trades 46 Punkte negatives Slippage an. Das betrifft auch, also ob das normal ist. Nein, es ist nicht normal. Das liegt aber auch an der gleichen Geschichte, die ich vorhin gesagt habe. Da ist in der Statistik ist da leider was faul. Das will ich mir nochmal angucken, wenn da halt, wenn das jetzt geupdatet ist. Und da sollte so eine Zahl eigentlich nicht stehen. Also würde mich sehr wundern, aber ich weiß, dass da in der Berechnung momentan gerade was ist, wie es nicht so sein sollte. Und wie gesagt, leider keinem aufgefallen, ein bisschen unschön, aber ist wahrscheinlich morgen schon behoben. Und dann würde Vielleicht ich nochmal drauf gucken, Paul. Ja, bitte. nur ganz kurz da von unserer Seite, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie da schlechte Ausführungen haben, dann jederzeit sich bei uns melden und wir geben Ihnen eine Auswertung über Ihre getätigten Trades. Ja. Ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist zum Beispiel auch der Grund, warum der StereoTrader niemals bei der Mehrheit der Broker erscheinen wird. Kann ich ja auch ruhig mal so sagen, wie es ist, weil im StereoTrader wird es ja alles getrackt. Ja, also die ganze Slippage. Und es gibt eben Broker, die haben kein Interesse daran, das Slippage zu tracken. Weil es auch den einen oder anderen Broker gibt, der natürlich davon auch profitiert. Und bei FX Flat ist es halt so, dass die selbst auch ihre Slippage tracken, um da halt eben auch eine bestmögliche Ausführung zu haben und an ihre Kunden weiterzugeben. Ja, das ist so eins von den essentiellen Dingen von der Philosophie, die übereinstimmen muss, wenn ein Broker den StereoTrader hat, beziehungsweise wenn der StereoTrader überhaupt von dem Broker halt auch unterstützt wird. Ja, nur mal so für den Hinterkopf ist, glaube ich, nicht so eine ganz unwichtige Information, ohne das jetzt hier endlos auszuführen. Gut, dann Bist ist du noch fertig? das. Nelson Stumm? Nee, okay. Nein, nein, ich bin da. Alles gut, aber danke nochmal für die Ergänzung. Eine Frage noch von Johann von 18:19 Uhr. Ich lese das mal vor. Hi Dirk, ich habe alles auf Modern. Beim Wechsel ist alles wieder auf Rust. Ja, genau, das war die Geschichte mit, wenn die Strategie gewechselt wird, ne? Das haben wir ja vorhin gehabt. Ja, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen. Ja. Ansonsten, ich schau mal. Also Sie haben noch Zeit, Sie können noch Fragen stellen, wenn Sie möchten. Wir sind noch nicht durch. Ich sehe sonst keine Frage mehr hier. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, aber ich glaube im Moment jetzt in der Tat. Sonst jetzt nichts. Also generell ist ja so, seit der Version 2.0, das ging ja eigentlich alles sehr, sehr reibungslos. Klar, so ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist normal, wenn man eine neue Version macht, dass noch was übrig bleibt. Aber im Allgemeinen bin ich da eigentlich halt auch recht zufrieden. Ich hoffe, ihr halt auch, dass das ja doch alles, es war ja getestet bis zum geht nicht mehr alles. Und über einen langen Zeitraum. Was aber auch wichtig ist, ich meine, wir handeln ja nun mal hier mit Geld und auch wenn es nichts gibt, was zu 100% funktioniert, ich weiß, dass selbst die NASA, wenn die ins All fliegen, die haben eine Checkliste, die alle Bugs von der Software beinhaltet. Ja, so, das heißt, dass die Techniker müssen die Bugs von der Software kennen, um entsprechend drumherum zu arbeiten. Das ist kein Witz. Ja, das ist so eine Sicherheitsgeschichte. Das ist keine Anekdote, sondern das ist wirklich wahr, weil es halt einfach riskanter ist. Manchmal hat Fehler wegzumachen, zum Beispiel von eben genau solchen Steuerungsprogrammen, als wenn man die Fehler halt kennt und drumherum arbeitet. Was ich damit sagen will, ist halt, man hat natürlich immer, es gibt immer irgendwelche Baustellen, irgendwas funktioniert immer mal nicht, aber es darf natürlich nicht so sein, dass es irgendwas Essentielles ist und ich glaube, das haben wir auch nicht. Also ich glaube, das kann der Nelson auch bestätigen im Support, weil ich habe ja fast gar nichts irgendwie weitergeleitet bekommen. Da war nichts, was jetzt irgendwie gravierend war. Also Kleinigkeiten wie jetzt
mit der Grafik oder halt eben mit der Statistik, aber jetzt nicht irgendwie, was die Ausführung oder sonst was angeht. Okay. Okay, die historischen Daten. Nina, ich fürchte, also Nina fragt hier, wie sie die historischen Daten da halt irgendwie weiter ausbauen kann. Da muss ich leider echt passen. Also ich habe das auch schon mal versucht. Ich glaube, der Hintergrund ist hier, da kann die Nina vielleicht kurz bestätigen, war bezüglich der Umstellung des Kontomodells. Und jetzt müsste sie ein anderes Symbol, ist immer noch natürlich das gleiche Instrument, aber das Symbol hat jetzt ein Suffix. Deswegen wäre tatsächlich besser, da im Support das kurz anzusprechen, beziehungsweise zusammen zu machen. Vielleicht ein kleiner Hinweis, oder dann können Sie mal probieren, ob es klappt. In der Historiendatenbank können Sie auch die Daten exportieren. Das Symbol ist zwar jetzt nicht mehr handelbar, das alte, aber immer noch steht ja immer noch da. Und dann können Sie versuchen, mal die Daten zu exportieren und dann in dem neuen Symbol zu importieren, weil ja die Kurse 1 zu 1 gleich ist. Da hat sich ja nichts geändert. Ist ja nur ein Suffix dazu gekommen. Ansonsten gibt es ja noch in der MQL4 beziehungsweise in der Config-Ordner gibt es unter FXLet Live, nein, nicht in der Config, sondern History, und dann gibt es den Live-Server und den Demo-Server. Da habe ich aber selber noch nicht getestet, könnte man versuchen, die Datei umzubenennen. Ich weiß nicht, ob man so den MetaTrader austricksen kann. Müsste ich mal selber mal ausprobieren. Ja, ich habe das auch schon mal versucht. Irgendwie ging das mal und danach war es dann trotzdem alles wieder weg. Also, das ist so ein bisschen tricky mit den historischen Daten. Aber ich glaube, wenn man das halt irgendwie ein bisschen vorsichtig macht und dann funktioniert das. Aber ich kriege es jetzt auch nicht irgendwie auf Anhieb nochmal zusammen, so dass ich jetzt eben hier mal nebenbei erklären könnte, wie das funktioniert. Da muss ich wirklich leider passen an der Einfach Stelle. mal mit exportieren, importieren, versuchen und dann wäre super, wenn es geklappt hat, dann kurzes Feedback geben, dann können wir natürlich das auch weitergeben. Der Jens fragt, schickt die NASA nicht auch Leute zum Mond, ohne ausreichend Sprit mitzunehmen? Es kann sein, ja. Das ist durchaus möglich, ja. Aber da gibt es ja auch dann andere Möglichkeiten, sich irgendwie zu helfen. Aber das ist halt lustig. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist schon irgendwie ewig her, Jahre her, habe ich auch gedacht, das kann ja nicht wahr sein, aber macht leider wirklich Sinn. Ne? Es ist manchmal so, man schraubt irgendwie an einer Stelle und plötzlich funktionieren drei andere nicht mehr und man hat überhaupt keine Ahnung, wo da der Zusammenhang besteht, habe ich auch schon hier x-fach erlebt. Also ich meine, das ist jetzt hier kein Raumfahrtprogramm, aber das Prinzip ist halt das Gleiche. Es ist halt einfach irre komplex und ich sage mal, das ist bei dieser Art der Programmierung, die dahinter steckt, das ist, wenn man vorne am Briefkasten vorm Haus eine Schraube locker macht, fällt hinterm Haus die Dachrinne ab und man erkennt den Zusammenhang halt nicht. Aber so ungefähr ist es halt wirklich. Und dann geht man an die Dachrinne und dann funktioniert was völlig anderes wieder nicht. Und deswegen ist das manchmal ein bisschen, ist nicht so einfach, da mal eben halt dann solche Geschichten halt auszumerzen. Dann fragt der Reinhard noch, Market Profile von Olli, abgespeckte Version. Ja, kommt. Da gibt es momentan noch eine andere Baustelle, die hat jetzt aber mit dem Add-on direkt nichts zu tun, sondern mit dem Server, der dahinter steckt, ja, da wird was kommen. Ja, ich will da jetzt nicht dem Olli vorgreifen, nicht zu viel verraten, aber es kommt auf jeden Fall was. Dann auch mal von meiner Seite hier, danke für die ganzen Lobeshymnen, die hier kommen. Aber die gehören natürlich nicht nur mir alleine, sondern halt auch tatsächlich dem Support von FXFlat. Und dazu gehört unter anderem auch der Nelson und noch einige andere. Das würde alles nicht so rund und sauber laufen, wenn ich das Team von FXFlat nicht hinter mir habe, ja. Das will ich halt auch immer wirklich betonen, weil ich könnte den Support überhaupt gar nicht leisten. Deswegen sage ich auch immer, geht lieber zu FXFlat und holt euch dort die Version als jetzt irgendwie bei mir auf der Homepage. Und weil es halt einfach enorm wichtig ist, dass man so funktionierenden Support hat, der eben halt auch hilft, ja, das Schiff sozusagen durch die ganzen Stürme mit durch zu steuern. Also an der Stelle von meiner Seite mal danke. Liebe Leute von FXFlat, insbesondere Support, ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, wahrscheinlich könnt ihr es schon nicht mehr hören, aber das ist so gemeint. Das ist einfach
nur wahr und da bin ich sehr froh drum, dass es so ist. Ja, vielen Dank. Gebe ich auch an das Team weiter. Okay, so, ich glaube, sonst kommt hier auch irgendwie jetzt nichts mehr, ne? So, liebe Leute, Fragen reinstellen. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir haben noch nie ein Webinar zu früh fertig gemacht, aber das ist Ja. nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, ne, sonst freut sich der Dirk noch, dass er früher Feierabend hat. Bei mir bedankt sich keiner. Der Ralf gehört natürlich auch dazu, zum Support. Ja? Muss ich da, ich habe ja sonst auch keinen Namen Das nicht stimmt erwähnt. allerdings, Der Ralf, ja. das werde ich jetzt hier auch mal erwähnen. Der Ralf macht den, der hier dabei ist, der macht den Support für die Forex Pro-Leute. Die haben ja eine eigene Edition und ein paar eigene Add-ons. Und da muss der arme Ralf immer herhalten. Ja? Also Ralf, an der Stelle natürlich auch mein Dankeschön an dich. Du bist Auch ja auch von nicht erst uns. seit gestern dabei. So, jetzt freut er sich. Komm, jetzt kriegen wir auch ein Smiley hier. Ja, ist ja auch richtig so. Ja, Dirk, es sieht so aus, als dürftest du noch die Sonne genießen. Ja, ne, ist der Hammer. Mach ich. Tschüss. Okay, dann sag ich mal, dann hast du gleich mal das letzte Wort, Nelson. Also ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Das waren ja richtig viele. Und bei dem Wetter immer von Neuem erstaunlich. Und ja, denke mal, ein paar Sachen sind ja beantwortet worden. Auch ein paar Sachen jetzt nochmal helfen auch definitiv dann jetzt weiter, die kleinen Bauchschmerzen da noch auszusortieren. Und danke für die Präsentation hier an FX Flat, an Nelson. Freue mich aufs nächste Mal. Ist ja nicht mehr lange hin, glaube ich. Oder wann haben wir eigentlich das nächste? Das nächste ist auch nochmal ein Helpdesk, ne? Dazwischen ist jetzt sonst, glaube ich, Nee, nichts. 3. August müsste NFP wieder sein. NFP, genau, ja. Okay, da freue ich mich einfach mal drauf. Wünsche weiterhin viel Erfolg und viel Spaß beim Handeln. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, hier ist ja irgendwie die ESMA-Geschichte geflossen. Ich kriege solche Sachen natürlich auch mit und was die Leute sich da halt irgendwie ausdenken, was da halt irgendwie die Lösung ist. Ich finde halt nach wie vor, dass halt CFD für überschaubare Konten, ja, auch wenn man jetzt irgendwie eine reduzierte Größe dann halt hat von der Size, die man handeln kann. Aber eben gerade durch die Geschichten mit den Skalierungen, mit damit, dass man halt irgendwie mal ein Drittel auflösen kann, mal die Hälfte und da so eine Position zusammenbauen kann, das kriegt man einfach mit nichts anderem hin. Also wenn ich da wirklich eine klare Empfehlung aussprechen dürfte, dann würde ich ja sagen, mach keinen Quatsch. Also geht nicht mit einem zu kleinen Konto auf ein Future und vor allen Dingen geht nicht irgendwie in Richtung K.O.-Scheine. Das ist der Untergang schlechthin, finde ich. Ich wollte dazu auch noch mal ein eigenes Webinar halt auch mal irgendwann noch machen. Dafür, weil ich es halt auch mitbekomme, das ist halt einfach eine Katastrophe, was da teilweise momentan halt auch irgendwie an Empfehlungen dann halt kommt. Und CFD, das habe ich halt auch immer propagiert, ist nicht irgendwie halt ein schlechter oder ein schlechter Future oder ein Future für die, die sich nicht leisten können, weil da kommt ja natürlich auch immer das Thema Margin. Klar, ich könnte mit weniger Kontokapitalisierung tatsächlich auch vergleichsweise größer auf dem Future handeln. Aber es ist eben genau diese Vorteile von CFDs, die habe ich im Future nicht. Und ganz vorne mit dabei ist das Thema Skalierung und Teilauflösung. Und natürlich auch der Fill zu jeder Zeit, so dass ich halt nicht unbedingt einen Gegenspieler an der Seite braucht, sondern den habe ich hier beim CFD in Form von meinem Broker beziehungsweise von dem Liquiditätsprovider. Und es gibt natürlich auch Gründe, die nur für Future sprechen. Das ist gar keine Frage, ja. Aber halt, ich glaube einfach so, dass die meisten, die eben CFD handeln oder die auch bei mir in der Gruppe mit dabei sind, dass viele von denen skaliert handeln und mit kleinen Positionen und nicht immer nur unbedingt da rein, da raus und fertig. Das ist für Orderflow, Scalping und so weiter, ist es natürlich super. Da braucht man das nicht. Aber wenn jetzt jemand halt Intraday auf Stundenbasis oder irgendwas in der Richtung halt handelt, gibt es einfach nichts Vergleichbares für CFD und würde da wirklich gerne die Empfehlung klar aussprechen. Bleibt dabei, wenn ihr es könnt, und ich glaube, das können schon die meisten, lieber ein bisschen mehr aufs Konto einzahlen. Und wenn man da auch mal realistisch ist, wenn man ein Konto wirklich halbwegs, nur halbwegs konservativ handelt, und zum Beispiel den DAX, mal angenommen, ich habe ein Konto mit 1.000 Euro. Und dann kriege ich mit den neuen Bestimmungen, kann ich immer noch 1 Euro pro Punkt beim 1.000 Euro Konto handeln. Und das ist immer noch
extrem viel. Es sei denn, man ist da irgendwie halt wirklich nur konsequent mit 7, 8 Punkten Stop-Loss unterwegs, aber die meisten machen ja mehr und eigentlich ist es immer noch viel zu viel Risiko. Also das kann irgendwie nicht der Grund sein, finde ich. Und ich würde mich freuen, wenn das irgendwie nicht so die großen Auswirkungen hätte. Und man sieht es auch, sorry, wenn ich jetzt hier mal kurz ein bisschen ausschweife noch, aber man sieht es auch in anderen Ländern, wo zum Beispiel halt solche Hebel, wo es die noch nie gab, dass dort trotzdem halt, dass die halt den Deutschen da oder den Europäern den Rang ablaufen von der Attraktivität vom CFD-Handel. Wird jetzt nur gerne genutzt von anderer Stelle, um das halt irgendwie so ein bisschen schlecht zu machen. Eigentlich ist es das nicht. Also es gibt keinen Grund, ein Konto irgendwie mit oder ein Trade mit jedes Mal 10, 20% Risiko machen zu müssen, gibt es einfach keinen Grund dafür. Und wird, glaube ich, auch eher so sein, dass wenn man das Konto ein bisschen größer kapitalisiert, dass man dann auch plötzlich dann auch, also diejenigen, die zum Beispiel jetzt nicht profitabel handeln oder irgendwie nicht klarkommen oder sich immer wieder auch eigene Fallen stellen, die werden halt feststellen, dass das Konto plötzlich länger lebt und möglicherweise auch sogar profitabler ist als vorher. Also das ist wirklich mal eine eigene Sache, die mir natürlich auch am Herzen liegt. Nicht nur, weil der Stereotrader ja halt auch für CFDs spezialisiert ist, sondern einfach generell. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon und da gibt es noch ganz viele Argumente und da wird es auch noch viele Argumente von meiner Seite in Zukunft geben. Ja, das war mir mal wichtig. Ich hoffe, das war in Ordnung, Nelson, dass ich das mal so direkt gesagt habe. Ja, selbstverständlich. Weil es ja hier auch jetzt ein paar Mal gefragt worden. Und also finde ich nach wie vor unverändert die beste Entscheidung. Und natürlich mit FX Flat, das ja sowieso. Das war das Wichtigste. So, du hast das letzte Wort. Ich bin raus, wünsche noch einen schönen Abend. Auch dir, Nelson, und allen bei FX Flat. Bis zum nächsten Mal. Aber du darfst gerne das Schlusswort heute mal haben, Heute mal wenn du umgekehrt. möchtest. Ja, nee, sehr Genau. gerne. Ich kann da jetzt nicht viel hinzufügen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir für das Webinar heute. Hat wieder Spaß gemacht. Hatte ja am Anfang gesagt, schon gefühlt eine Ewigkeit her. Und ich bedanke mich natürlich bei den Teilnehmern auch für die Fragen, auch bei denjenigen, die vorher im Vorfeld schon Fragen gestellt haben. Also wir können wir immer gerne auch schon im Vorfeld E-Mail schreiben mit ihren Fragen, was wir dann hier besprechen können. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, dir, Dirk natürlich auch, und noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auch für die Position auf. Dieses Mal schon mal vorab wird die Aufzeichnung, da wird es ein bisschen dauern, bis die Aufzeichnung online kommt, aber sie wird online kommen. Ja, also das auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und schönen Abend. Tschüss zusammen. Tschüss.